So, Quest aktualisiert unter Beobachtung. Erkunde die Tiefen der Sammlung. Hat sich auch die aktualisiert? Nein. Ich bin nun im Stockwerk der Sammlung mit den Gehegen. Wenn ich mich noch weiter nach unten begebe, finde ich vielleicht heraus, was es mit diesem Flügel auf sich hat und wer hier das Sagen hat. I'll see what I can find. Okay, ist das jetzt das Gehege? Die erste Etage oder ist das die einzige Etage? Die Musik, sie ruft mich frei. Nein, ich will nicht zurück. Oh Gott, das ist aber ein Riesenvitrag. This whole sanctum is a factory of screams. Should we be screaming back? Dieses ganze Heiligtum ist ein einziger Quell der Schreie. Sollen wir zurückschreien, fragt ihr der, okay. Unter Beobachtung. Aus einem tieferen Stockwerk hat ein Schrei, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Nichts, das natürlich oder noch bei Sinn ist, kann so schreien. Okay, und der Schrei der Dunkelheit? Etwas in der Tiefe der Sammlung schreit so laut, dass es im gesamten Flügel nachhallt. Merkwürdigerweise scheint das die Gefangenen zu beruhigen. Aha. Die Seiten des Buchs sind von vorne bis hinten mit demselben Satz bekritzelt. Immer an Schreien, niemals am Schlafen. Okay, Vitrak, erleuchteter und ein Rohling. Überarbeiteter Verbrecher, bearbeiteter Halsabschneider, gesäuberter Fanatiker. Oh, okay. Gut zu wissen, wir sollten nicht die Wärter reizen. Jedenfalls noch nicht. Handschriftliche Notiz. Die Hand hat mir mich selbst geraubt. Alles kann man es nicht sagen. Die Stücke von mir, die Stücke des Ichs, das ich vorher war, sind weg. Verschwunden in diesem schreienden Schlünden. Sind sie noch dort? Kann ich sie jemals zurückholen oder was? Wurden sie hinabgezogen in die unbekannten Tiefen. Okay, wenn die mich sehen, ist das halb so wild. Ich muss halt nur aufpassen, dass mich die Vitrax nicht sehen. Die sind alle geschockt. Okay.
Das ist echt die gute Frage. Wie komme ich an den Vitrak vorbei? Bau zur Hölle. So, ich hoffe, ich komme durch. Ja, sieht gut aus. Okay. Quick Save. Bekana ist hier. Ah. Zauberhabitat, Versuchsobjekt K121. Name Bekana, Verstoß, verbotene Offenbarung, gefährliche Fragen. Meereshabitat, Versuchsobjekt K09. 08 verschiedene valianische Seeleute, Meutereiprojekt. The stars are all wrong up there. I have to make them right again. Neue Quest, schwindender Verstand. In der Sammlung fand ich eine gefangene Zauberin namens Bekana. Die lange Gefangenschaft scheint sie schwer zu verwirrt zu haben. Sie ist nicht mehr im Vollbesitz ihrer gestrigen Kräfte. Ich kann nur dann mehr über Bekana erfahren, wenn ich mit ihr spreche und herausfinde, was die Benebelung ihres Geistes hervorgerufen hat. Ach so, singt die Besatzung da. Stars shooting past on all sides, weaving across the great void. Sterne, die auf allen Seiten vorbeischießen, ein Weg über die große Leere bahnen. Die Zauberin runzelt ihre Augenbrauen, als sie ihre Umgebung studiert, sie nach nichts und jeden gleichzeitig konzentriert. Cassita, I know this prisoner, Bekana. She presented her research to the circle, but of course they laughed her out into the streets. Cassita, ich kenne diese Gefangene, Bekana. Sie legte dem Zirkel ihre Forschungen vor, doch natürlich verspotteten sie sie und setzten sie vor die Türe. Fasina zog bei der Erinnerung zusammen. Sie versucht, etwas aus der Luft zu greifen, indem sie es vorsichtig mit beiden Händen umfasst. Als sie ihre Hände öffnet und bemerkt, dass sie leer sind, bedeckt sie ihre Augen und fängt leise an zu wimmen. Mann. Bekana? Ja, ein Saphir geben. Hier, ich habe das für dich. Fenrir, versuchen sie mal aufzumuntern. Kopf hoch, es ist noch nicht so schlimm. Du hast ein nettes kleines Habitat. Wovon sprichst du? Fenrir, munter sie mal auf. Dein Freund bemerkt ihre Trauer und stupst mit seiner Schnauze gegen die Körperseite der Zauberin, bis sie aufhört zu weinen. Sie blickt nach unten und kann ein momentanes Lächeln nicht unterdrücken. Fenrir scheint ebenfalls die Aufmerksamkeit zu genießen. I don't know this sky. It doesn't have my stars. Diesen Himmel kenne ich nicht. Er hat nicht meine Sterne. Sie deutet hoch zur Decke und seufzt. Sie verdreht sich den Hals, um hinaufzublicken. Can you help me find the sky again? Kannst du mir helfen, den Himmel wieder zu finden. Sie schluckt und berührt deinen Arm beschwört. Her mind is broken. She cannot speak in plain terms. But her grasp on metaphor seems pretty sound. Ihr Verstand ist gebrochen. Sie kann zwar nicht freiweg sprechen, ihr Sinn für Metapher scheint jedoch noch ziemlich gut zu sein. Und mit Himmel meinst du was genau? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Vielleicht später. Und mit Himmel weißt du was This genau? Sky. Dieser Himmel, Bekana zeigt auf ihren Kopf. Sie nickt, als ob ihre Bedeutung klar sein sollte. Die Sterne da oben sind alle falsch. Ich muss das wieder gerade biegen. Soll ich dein Gehirn reparieren? Prison hides understanding. Words are chained down. Dieses Gefängnis verbirgt Verständnis. Worte sind angekettet. Mit beiden Händen
Seitlich hat im Kopf gepresst, bebt Berkana vor Wut. I am wrong inside. Only the stars can make me right again. Innen bin ich falsch, nur die Sterne können mich wieder gerade biegen. Was ist mit dir geschehen? Hand snatched me away. Eine große Hand hat mich gepackt. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und scheint nach etwas zu greifen, als ob sie ein Ei aus dem Nest eines Vogels nimmt. More metaphors. I can think of only one hand that fits the description. Noch mehr Metapher. Mir fällt nur eine Hand ein, zu der diese Beschreibung passt. Fasina verschränkt die Arme. I learned the secret. A real big one, or maybe just the beginning of one. Ich habe ein Geheimnis erfahren, ein wirklich Ich habe ein Geheimnis erfahren, ein wirklich großes, aber vielleicht nur den Anfang davon. Der Hand hat das nicht gefallen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, Berkana hat mich angefleht, dir zu helfen, den Himmel wiederzufinden. Sie scheint voll und ganz auf die Vorstellung fixiert zu sein. Fast so, als wäre es ein Anker für ihre Gedanken. Vielleicht findet sich in der Sammlung etwas, das ihren Verstand wieder klarer machen kann. Keep it down. Na, mal gucken, was passiert, wenn ich bei denen die Tür öffne. Kann mich nicht mehr an das letzte Mal erinnern, als wir eine Priesterin an Bord hatten. Was passiert, wenn ich klaue? Bitterböse Notiz. In all meinen Jahren als Mitglied habe ich nie etwas vom Zirkel verlangt, nicht eine einzige Sache. Man sollte eigentlich denken, dass das Verschwenden des Erstmagiers der Aufmerksamkeit des Wirkels. Dass das Verschwinden der Aufmerksamkeit des Zirkels wert sei. Aber wann hat man das Aber wann hat schon das letzte Mal irgendjemand mit Zitzal gesprochen? Adra Einach ist eine Währung. Ja. Wobei, ist das vielleicht ein Stern? Nö. Okay. Das war eine Notiz von Berkana wohl. Und das ist auch nur Zeug. Ich weiß gar nicht. Sind die angepisst, wenn ich mir das Zeug nehme? Halt. Okay. Nö. Kann hier nichts klauen, auch gut. Also ja, Berkana sollte ich wieder normal machen und nicht mit der Schriftrolle abbuchsen. Aber ja gut, raus hier. Was ist hier drin? Warum kann ich das so weit weg öffnen? Nix, hier sind nur Wurzeln drin, das kann man nicht mal begehen. Aber wir können lesen. Können lesen, was auf der Tafel steht. Pilzhabitat, Versuchsobjekt P0706, Feuchtspuren, Fermentierungsprojekt, Studie zur arkanen Umlenkung. Aufzugsschlüssel für die Gehege. Dieser Schlüssel ist mit einer dickflüssigen, klebrigen Substanz überzogen. Möglicherweise Speichel. Okay. Tantchen, Raureifratun, Schneebär, noch ein Raureifratun. Gletscherhabitat, Versuchsobjekte W0209. Ratun, Schneebären. Projekt Widerstandsfähigkeit gegenüber klimatischen Bedingungen. Okay. Hier ist noch jede Menge Zeug drin und da würde es wieder rausgehen. Okay, ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Spielstand speichern. Das wäre LP 081 jetzt.
Eine 8 zu viel. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.